Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück nach sehr langer Zeit. Als erstes begrüße ich natürlich meine Gefährtin. Hallo Gefährte. Hallo Gefährtin. Und wie ihr am Titel erkennen könnt, ja, wir waren lange Zeit nicht aktiv. Dieses Video soll ein bisschen dazu dienen, aufzuklären, was los war und wie es jetzt mit Joyforce weitergeht. Aber geil, keine Angst, wir machen jetzt wieder richtig weiter mit YouTube, um euch kurz mal die Angst zu nehmen. Zuerst aber, was war los? Ganz einfach, wir hatten keine Zeit. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir keine Lust hatten. Wir hatten einfach keine Zeit. Wie ihr wisst, wir beide sind Anfang 20. Wir haben ein paar ältere Zuschauer, die sind ein bisschen älter, die können es gut verstehen, wenn man etwas länger arbeiten muss. Wenn man mal nach 10 Stunden Arbeit nach Hause kommt, dann gibt es andere Prioritäten und YouTube musste dann einfach weichen. Und es tut uns auch leid, aber YouTube ist halt ein Hobby und andere Sachen waren im Moment wichtiger. Die gute Nachricht aber, jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt haben wir beide wieder mal mehr Zeit. Wie gesagt, wir hatten extrem viel Stress und wir hatten einfach keine Zeit. Aber dafür geht es jetzt wieder los. Und die Gefährtin erzählt uns dann, was wir trotzdem in der Zeit ein bisschen gemacht haben, denn wir waren auch nicht ganz untätig. Genau, also wie mein werter Gefährte ja schon gemeint hat, wir hatten keine Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir komplett mit unserem Projekt Joyforce aufgehört haben. Nämlich waren wir relativ tätig, kann man schon sagen, oder Gefährte? Denn wir waren auf der Suche nach neuen Lego-Sets, sei es einfach zum Reviewen, sei es für die Streams oder halt für die Speedbuilds. Und deswegen waren wir ein bisschen auf eBay unterwegs, haben uns gleich mal ein paar Sachen angeschaut und auch gleich gekauft, wie eben den kleinen Darth Maul da hinten. Kannst du vielleicht einmal zeigen, Gefährte, zum Den kurz hier. einleiten? Ja. Genau, ihr seht, das ist der mit den Mandalorians, die auf der Seite von Darth Maul kämpfen. Ein super Set, werden wir bestimmt auch nochmal vorstellen. Genau, also das haben wir uns auf jeden Fall gekauft. Dann noch etliche weitere, genauso wie nochmals das Mandalorian Battle Pack und Obi-Wans Hütte und ganz viele andere. Das kommt noch alles. Zusätzlich waren wir immer noch in Kontakt mit Brick Empire. Also jeder, der ihn noch nicht kennt, kann sich ihn gerne mal anschauen. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und wir haben sogar zwei Geschenke von ihm bekommen, nämlich den A-Wing, Den ersten. den ersten A-Wing und dann einen TIE Fighter, also den Mikro-TIE Fighter für mich, die Gefährtin. Und ja, was haben wir noch so erlebt? Wir haben Kontakt mit einem anderen aufgenommen. Der Gefährte hat, glaube ich, den Kontakt hergestellt. Nämlich baut diese Person ganz viele Mocs. Und einen davon werden wir uns auch bald mal im Winter anschauen und den auch zeigen, ein bisschen mit ihm quatschen. Dann geht es natürlich weiter im November mit der Buicks Colonia, die ja abgesagt wurde. Wo wir wahrscheinlich auch wieder die alten Gefährten von uns treffen werden, die damals mit uns vielleicht in Köln waren, vielleicht, wer weiß. Und wahrscheinlich kommt dazu auch noch ein Vlog raus, wollten wir mal machen. Und was steht jetzt noch weiter an? Der Gefährte hat ein winziges kleines Zimmer daheim, bei ihm zu Hause, und das wollten wir eigentlich umbauen zu einem riesig coolen Lego-Room, wenn man so möchte. Und da steht jetzt auch schon die Planung an und da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen hin und her schauen, wie wir das jetzt ordnen können, damit wir auch so cool sind und da eigene Reviews zusammenstellen können, Mocs bauen können. Und ja, weiterhin wollten wir uns eigentlich auch noch bedanken für diese 300 coolen Abonnenten, die wir endlich geknackt haben. Wir konnten ja auch aus Zeitgründen eigentlich kein Special-Video dazu herstellen, obwohl wir das eigentlich geplant hatten, aber es ging leider einfach nicht. Aber trotz allem fanden wir das sehr cool und wollten euch, unseren Fans, einfach ganz viel Danke sagen dafür. Und dann kommen wir auch schlussendlich zu dem letzten Punkt, nämlich, dass wir auf einem coolen Konzert waren, nämlich von den Leuten von Arjunas Dawn, die unser Intro geschrieben haben, von dem Keyboarder. Und diese CD haben wir uns natürlich auch gleich gekauft mit den 4 Songs und die würden wir dann auch nächsten Freitag bei unserem coolen Stream gleich mal Genau, vorstellen, dann damit ihr ein bisschen reinhören könnt und
ihr vielleicht auch Fan werdet oder euch die CD zulegen würdet. Genau, dann übernehme ich jetzt, denn wie ihr gehört habt, ja, wir streamen endlich wieder. Es haben so viele Leute gefragt, deswegen schreibt euch auf. 16. Oktober, das ist nicht diesen Freitag, sondern nächsten Freitag, werden wir streamen. Was wir genau bauen, keine Ahnung, schauen wir. Ich glaube, es geht primär ums Quatschen. Und dann kommen wir jetzt sofort zum neuen Zeitplan, denn wir haben so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir jetzt die Videos, also wann wir die Videos produzieren, wann wir die Videos veröffentlichen. Und wir machen es jetzt so, wir machen die Videos veröffentlichen nicht mehr Sonntag, sondern Samstag. Einfach aus dem Grund, weil die Leute dann Samstag und Sonntag Zeit haben, sich das Video anzuschauen. Sonntags war es dann oft so, dass die Leute montags gearbeitet haben. Dann haben die Leute einfach mehr Zeit. Und gelegentlich, wenn wir Zeit haben, bringen wir mittwochs ein Video raus. Primär liegt der Fokus auf Samstag. Und genau, wenn Zeit da ist, bringen wir auch Mittwoch ein Video raus. Und genau, das ist eigentlich der kurze Zeitplan. Und wie gesagt, nächsten Freitag dann der Stream. Und die Gefährtin mit dem letzten Punkt der Tagesordnung. In dem letzten Punkt. Was ist denn der letzte Punkt? Die Kritik. Ah, die Kritik, okay. Das wird unser letzter Punkt sein, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, damit wir euch als Zuschauer einfach mehr ein bisschen mit einbinden könnten und weil wir uns ja auch überlegt hatten, ein bisschen professioneller zu werden, sei es jetzt eine neue Kamera zu kaufen, sei es mal mit Mikro hier und da rum zu experimentieren, wäre es vielleicht einfach cool, was ihr so von uns haltet, bezüglich Videos, bezüglich Bildqualität, Format, Ton, egal, es kann wirklich alles sein. Ihr könnt uns also gerne jetzt in diesem Video gleich eine Kritik reinschreiben, einfach kurz erläutern, was es ist oder einfach sagen, was euch nicht so gefällt, was euch gefällt. Das würde uns nämlich sehr freuen, denn wir werden alles aufnehmen und dann versuchen natürlich schnellstmöglich alles umzusetzen, einfach für die Zukunft, damit wir ein bisschen professioneller erscheinen. Genau. Das war's dann. Also wie gesagt, schreibt einfach rein, was ihr von uns haltet. Ehrlich und offen. Und wir sind auch ehrlich und offen mit euch. Das war ein gutes Schlusswort. Dann sagen wir nochmal Danke. Und wir sehen uns dann im Stream wieder. Genau. Und am Samstag ein Video nicht vergessen. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss, euer JoForce-Team. Tschüss.